Was bilden wir uns eigentlich ein? Seit einer Woche gibt es hier bei uns auf Puls 4 den großen Themenschwerpunkt Bildung. Und wie viel Spaß Bildung machen kann, das beweisen wir Ihnen jetzt. Und wir haben uns gedacht, wir schenken Ihnen ganz einfach eine einjährige Sprachreise auf eine Highschool nach Amerika im Wert von 16.000 Euro. Wow, oder? Glaube ich, und sensationell. Und genau darüber reden wir jetzt auch mit einer Schülerin, die sowas schon erlebt hat. Herzlich willkommen, guten Morgen, Lisa Seitelberger. Guten Morgen. Aber auch die Dame, die das organisiert, Anja Sahora, so von EF Reisen. Ganz genau. Willkommen. Ja, schönen guten Morgen euch beiden. Fangen wir mit Ihnen vielleicht am Anfang. Ja. Sahora, warum ist denn EF Reisen Bildung so wichtig? Abgesehen davon, dass ich selber das Erlebnis machen durfte und ein Jahr in die USA gegangen bin, muss ich sagen, dass egal, ob es eine Sprachreise im Sommer, ein Studienjahr im Ausland oder eben dieses Highschool-Jahr ist, es ist immer learning by doing. Also man erfahrt viel mehr, man lernt nicht nur aus Schulbüchern, sondern man taucht richtig in die Kultur ein. Und es hat uns einfach besonders gut gefallen, dass im Rahmen dieses Bildungsschwerpunkts bei Puls 4 nicht nur darüber berichtet wird, sondern eben genau dieses Motto auch im Raum steht. Wir packen es an, wir machen etwas und wir ermöglichen einem Schüler ein Jahr in den USA. Lisa, wie war denn für dich dieses eine Jahr im Ausland? Was hast du so erlebt, grob zusammengefasst? Also da könnte ich jetzt sicher stundenlang drüber sprechen. Also es war einfach ein Wahnsinnserlebnis. Es ist wirklich toll. Man lernt so viel, nicht nur über eine andere Kultur, über andere Menschen, sondern auch über sich selbst und ein bisschen auch über sein eigenes Land. Ich weiß auch, die Dinge hier in Österreich jetzt viel mehr zu schätzen als vorher. Und es ist einfach wunderschön, auch Freunde und wirklich eine zweite Familie in den USA zu haben. Wo warst du denn genau? Ich war in Michigan, das ist ganz im Norden. Ich wäre dort wahrscheinlich nie hingefahren, wäre ich nicht auf ein Highschool-Jahr gefahren, aber ich bin wirklich froh, dass ich genau dort, genau bei dieser Familie und bei diesen Menschen war, weil das einfach Freunde fürs Leben sind, die ich dort gefunden habe und ich freue mich wirklich sehr, wenn ich bald wieder zu meiner Familie fliegen kann. Du wolltest wahrscheinlich gar nicht mehr heim nachher, oder? So ist es, genau. Verstehe ich. Die Reise, die jetzt ansteht, wo geht's die hin? Geht die auch nach Michigan? Nein, also es ist bei uns so, wir haben in den gesamten Vereinigten Staaten über 1000 Betreuer, die eine Gastfamilie suchen, die dann perfekt zu unserem Kandidaten passen. Also dieser Kandidat muss uns dann verraten, wie lebe ich zu Hause mit meiner Familie, was sind meine Hobbys, was sind meine Interessen. Und basierend darauf würden diese Betreuer aktiv werden und eine perfekt passende Familie finden. Das kann dann in Kalifornien sein, in New York State oder auch in Michigan. Je nachdem. Was hat man da alles dabei bei dieser Sprachreise in diesem Jahr? Wie wird man da betreut? Genau, also man hat von vornherein sind natürlich wir, das Wiener Büro, für alle Schüler zuständig. Wir hatten zum Beispiel gerade dieses Wochenende wieder unser Vorbereitungsseminar, wo wir auch Kollegen aus den USA einfliegen, die Schüler schon hier in Österreich perfekt darauf vorbereiten, wie die kulturellen Unterschiede in den USA dann tatsächlich sein könnten. Und während man in den USA ist, hat man Welcome Days in New York City dabei. Man fliegt gemeinsam in einer Gruppe, wird am Flughafen natürlich betreut, wird von der Gastfamilie abgeholt und hat eben zusätzlich noch einen Betreuer, der nicht weiter als eine halbe Stunde von einem entfernt wohnen darf, sozusagen, der einen auch noch immer als weitere erwachsene Person immer wieder zur Seite steht. Oh, der Fuß hat nicht wehgetan. Ich hoffe, es hat Sie nicht erschreckt, aber jetzt sind Sie munter. Jawohl, übrigens, teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Mhm. Und das Coole ist nämlich, dass wir euch das gerne schenken würden, wenn ihr uns wissen lasst, warum ihr da dabei sein wollt. Einfach einen coolen Kommentar bei uns auf der Facebook-Seite posten. So nimmt man dann automatisch auch am Gewinnspiel teil. Und alle Infos dazu gibt es natürlich auch online, puls4.com. Euch sage ich vielen herzlichen Dank für den Besuch und toi 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 weiterhin, auf dass du bald wieder nach Michigan reisen darfst. Liebe Grüße an die Gastfamilie. Vielen Dank.